Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi und heute reden wir darüber, über etwas, was ihr, ich glaube, nicht oft von mir hören werdet. Aber so viele von euch denken, dass ich davon ausgehe, dass alle Bronze, Silber, Gold, Platin und was weiß ich auch Spieler, teilweise auch Diamond Spieler, alle behindert sind. Die sind alle schlecht in LOL. Unabhängig, ne? So denken sich, boah, Silphi, du bist voll abgehoben, bla bla und so weiter und so fort. Heute in dem Video geht es aber darum, es ist okay, scheiße zu sein. Und das verstehen viele bei mir immer falsch. Und zwar sieht das so aus, viele schreiben mich, also viele Leute, die sich auf YouTube Videos geben, gerade wenn es echt in diese Richtung von Top 5 geht oder sowas, erwarten, schnell Elo zu machen. Ja, boah, ich spiele diesen Champion, der ist gerade stark, der ist free Elo. Boah, ich frage meinen Lieblingsstreamer gerade, welchen Champion ich spielen soll. Und die Antwort, die ihr eigentlich am häufigsten bekommen werdet, ist, spielt das, was dir am meisten Spaß macht. Ja, natürlich gibt es starke Champions, es gibt bessere Champions als andere. Ist aber zumindest auf den niedrigeren Elos nicht sehr relevant. Worum es geht in diesem Video, ist einfach, dass es okay ist, Low Elo zu sein und dass eure Champion-Auswahl völlig egal ist. Wenn mich die Leute fragen, Silphi, welche Elo warst du in deiner ersten Season? Dann sage ich Gold. Leute, ich war noch nie Silber. Damals gab es kein Ligensystem, sondern damals gab es Elo. Ich war irgendwie kurz Silber nach meinen Placements, weil ich glaube, die Standard-Elo war 1250, was irgendwie Silber war. Aber ich bin direkt hochgeklimmt, direkt auf Gold. Und habe mich dann auch gehalten. Ich habe dort die Season mit 1650 beendet. Platin war, ich glaube, 1800 oder 1900 damals. Ich sag mal, ich war so mittleres Gold. Dann zweite Season habe ich die Season mit 2400 Elo beendet. 2400 Elo war Top 200, glaube ich. Da war ich Low Challenger. Oder irgendwie sowas. Und dann denken sich viele, boah ey, Silphi hat innerhalb von zwei Seasons, in der ersten Season habe ich eh nur gechillt, so, das war meine Anfangsphase. Silphi hat innerhalb von zwei Seasons Challenger gemacht. Damals war Diamond halt das höchste, ne? Challenger gab's, Challenger Master gab's noch nicht. Und denken sich viele, boah, ey, das muss ich jetzt auch können. Eine Sache in LOL hat sich aber geändert. Die meisten von euch haben mit dem Spiel erst später angefangen. Sag ich mal, so der Average von dem, was ich höre, wenn ich immer Leute bei den Coachings frage, wie lange spielst du LOL, ist so Season 5, Season 6. Vielleicht sogar Season 4. Ne? Aber im Durchschnitt eher so Season 5, Season 6. Falls ihr selbst Interesse am Coaching haben solltet, ich finde unten in der Beschreibung Informationen dafür. So, die haben erst später angefangen. Und da sind die meisten natürlich auch lower in der Elo. Und jetzt immer diese Wunderung, Silphi, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht, dass du so schnell so gut in der Elo warst? Und Leute, das ist ganz einfach. Ich habe LOL in Season 1 angefangen. Damals war das Spiel... Season 1 war kaputt, sag ich mal. Da gab es kein richtiges Balancing. Ja, damals war alles komplett anders. Ich will nicht sagen, es war besser oder es war schlechter. Es war einfach anders, weil niemand Ahnung von dem Game hatte. Wave Control existierte gar nicht. Ja, Rotation. Was ist das? Jungler Fokus auf einer Seite. Hä? What? What? Als ob ich Gold für Wards ausgebe. Ihr wisst, was ich meine. So. Das muss ich damals gar nicht lernen. Das war gar nicht notwendig, weil es niemand anderes wusste. Jetzt ist es aber so, dass solche Sachen Grundvoraussetzungen selbst in loweren Elos sind. Leute, ich sehe teilweise, ich will jetzt nicht Bronze sagen, ich sehe Silberspieler, die wissen, wie man eine Lane freest. Die wissen nicht, was sie damit, warum sie das machen und wann sie das machen, aber sie wissen, was es macht und wie es geht. Das wissen die schon. Auf Silber. Das war damals, zu meiner Zeit, irgendein Scheiß, den High-Elo-Spieler gemacht haben. Ja, aber worum es hierbei geht, ist das, was... Ne, Moment. So, damals hatte keine Ahnung vom Game und man konnte Stück für Stück alles lernen, weil es wurde erst Stück für Stück entwickelt. Da ist die ersten Lane-Swaps, Leute. Ich war dabei. Ich war dabei, als der Lane-Swap entwickelt worden ist. Sei es, hier, Counter-Jungle. Ja, Leute, ohne Witz, Counter-Jungle hat sehr lange gar nicht existiert. Ich glaube, war das Season 2? Ich glaube, erst Season 2 wurde Counter-Jungle populärer. Sonst hat jeder Jungler seinen eigenen Jungle gefarmt. Da war nicht wirklich ein gegnerischer Jungle drin. Oder sei es Flashes zu time. Schon solche einfachen Sachen wie Flashes zu time hat damals auch nicht jeder gemacht. Damals musste man
nicht alles auf einmal lernen. Das, was heute 100% League of Legends ist, war damals vielleicht nur 10%. Oder sei es neue Champions, ja, auch ganz wichtig. Wie viel Damage macht dieser Champions? Was sind seine Fähigkeiten? Was sind seine Cooldowns? Wie slowt er mich stark? Und so weiter und so fort. Und auch wie viel kann er tanken? Das konnten die alten Leute damals Stück für Stück lernen. Jetzt ist es so, du hast halt... What the fuck? Ich meine, das ist kein Bronze-Game, ne? So, ich bin auf meinem Main hier. Jetzt ist es so, man muss viel mehr auf einmal lernen. Ich meine, mit wie vielen Champions hat LoL gestartet? Ich glaube... Ich meine, ich habe nicht sofort zu Release gespielt, sondern erst vielleicht 3 Monate danach. Sagen wir mal, 30 Champions, ja? Ich meine, es wurde jede 2. Woche ein neuer Champion Release, aber sagen wir mal 30 Champions. So, währenddessen ich 30 Champions auf einmal lernen musste und dann jede 2. Woche einen neuen, müsst ihr jetzt... Wie viele Champions gibt es denn, Leute? 140? 150? Ihr müsst 150 Champions auf einmal lernen. Ihr müsst den Lane-Swap lernen. Ne? Es gibt jetzt immer noch einen Lane-Swap, und zwar, wenn man den Tower macht und danach hochgeht. Ihr müsst lernen, wann habe ich wo zu warden? Wo ist der gegnerische Jungler? Was ist sein Pathing? Und so weiter und so fort. Leute, LoL ist selbst auf loweren Elos eigentlich viel komplexer, als man denkt. Die Basics von LoL sind eigentlich super komplex. Ich rede jetzt nicht über solche Sachen wie, ey, ich sollte nicht in den Tower reinlaufen. Ja, das ist für mich so basic. Dafür muss man nicht mal LoL spielen, um das zu verstehen. Schon beim Leveln von Level 1 von Level 30 sollte man verstanden haben, man sollte nicht in den Tower reinlaufen. Ne? Aber Wave Control, Wards, Jungle Tracking, Spell Weaving, wie geht meine Combo überhaupt? Welche Hotkeys sollte ich haben? Ja, keine Lock Cam und so weiter und so fort. Leute, es ist okay, scheiße zu sein in LoL. Es ist okay. Ja, einige kommen mir auch oft mit dem Argument, Silfi, nicht jeder kann so wie du 8 Stunden am Tag spielen und dann Challenger gemacht haben und so weiter und so fort. Das ist eine Ausrede, Leute. Also ich finde, das ist eine Ausrede, ich persönlich finde, das ist immer so eine Ausrede, die sich viele Leute holen. Ich habe auch nicht damals 8 Stunden am Tag gespielt. So klar, mittlerweile ist es auch Teil meines, ist es auch mein Beruf, ne? Und ich spiele trotzdem nicht immer 8 Stunden. So, es gibt Tage, da mache ich vielleicht mal gerade mal 3, 4 Games und chill einfach nur. Also ich spiele nicht 8 Stunden am Tag. Ich grinde zwar gerade bis mehr Solo-Queue, aber im Normalfall ist das so. Das Problem ist einfach, die Leute wollen sich nicht mehr dahinter setzen. Die wollen es so gesehen nicht versuchen. Die wollen einfach nur immer einen schnellen Weg haben, um gut zu sein. Aber das geht nicht, Leute. In einem Spiel wie LoL ist das nicht möglich. Ich vergleiche LoL irgendwo immer gerne ein bisschen mit Schach, ne? Aber Leute, ihr könnt nicht Schach spielen und sagen, ey, hier, Schachlehrer, bring mir mal diesen einen Trick bei, damit ich jetzt hier Gold-Elo kommen kann. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in Schach gibt es Elo. Ich glaube, Elo kommt auch aus Schach. Aber ich glaube, da gibt es nicht Gold-Elo und sowas, oder? Kleine Fun-Frage, Leute. Gibt es in Gold sowas wie Schach? Gibt es in Schach sowas wie Gold-Elo und sowas? Weiß ich gerade gar nicht. So, Leute. Egal, ob ihr eine Season braucht oder ob ihr 2 Seasons braucht. LoL ist da auch so ein bisschen wie Mathe. Man muss so diesen Basic-Teil verstehen. Es muss Klick machen, damit man wirklich besser werden kann. Und ich weiß, der Spieler von heute braucht länger als der Spieler von früher. Ne, wer früher angefangen hat, hat einen leichteren Einstieg in die jeweils weiteren Seasons. Weil das Lernen von neuen Champions zum Beispiel kommt dann auf eine natürliche Art und Weise. Und nicht so gezwungen. Ich weiß noch, als ich neu mit LoL angefangen habe, zu mir gab es nicht viele Champions. Ich muss immer wieder fragen, was macht dieser Champion und was soll ich mir kaufen? Es gab aber noch keine Websites wie, oder sehr gute Guides damals, sondern das hat man halt alles über Freunde gelernt. Leute, merkt euch, eine Season scheiße zu sein, ist okay. Eine 2. Season scheiße zu sein, ist ebenfalls okay. Oder nicht so gut zu sein, ne? Natürlich kann man hier Scheiße immer definieren. Also ich bin der Meinung, Gold-Elo sollte schon drin sein nach 2 Seasons. So. Lasst euch davon nicht einschüchtern. Lasst euch davon ohne Witz nicht einschüchtern. Ich hatte einen hier bei meinem Coaching, das ich heute hatte, der war Bronze. Der war gar nicht so scheiße, also muss ich echt sagen. Natürlich war er jetzt nicht unbedingt der Beste, aber Bronze, klar. Aber er hatte ziemlich gute Ansätze. Wir haben aber gegen Gold-Elo-Gegner gespielt und das hat ihn sehr aus der Fassung rausgebracht. Er ging davon aus, dass sie so viel besser sind. Die wurden aber, die haben nicht gut gespielt. Also die Gold-Spieler haben dort nicht gut gespielt. Natürlich, ich war auch in dem Game dabei, ist natürlich nochmal was anderes. Aber es geht ja generell darum, ich habe danach noch ein 2. Game mit ihm gemacht und ich habe davor zu ihm gesagt, scheiß auf die Elo der Leute.
Scheiß einfach drauf und mach dein Ding. Leute, der hat tausendmal besser gespielt. Der hat tausendmal besser gespielt. Wenn ihr selber, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ne, nur wenn ihr Bronze, Silber seid, solltet ihr keine Angst haben. Das gilt für jede Elo. Egal ob Gold oder Platin oder Diamond, je nachdem halt auch, wo ihr eure Ziele setzt, wo ihr gut seid. Ihr dürft gerne in den ersten zwei Seasons für euch gesehen scheiße sein. Natürlich kann da hier auch jeder seine Grenzen anders setzen. Ne? Ich gehe jetzt von einer generellen Sicht aus, dass es okay ist, in der ersten Season scheiße zu sein. So, jeder hat da natürlich seine andere Motivation, beziehungsweise seine anderen Richtlinien. Aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Aber ja, Leute, das hier war's mit dem Video. Eigentlich wollte ich heute was anderes machen, aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, euch zu sagen, dass es okay ist, wenn man nicht so gut in LoL ist. Gerade wenn man neu angefangen hat. Es gibt wirklich sehr viel zu lernen. Es ist einfach so. Ne? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu hier mit mir teilen. Und ich bin dann hier aber auch erstmal weg, Leute. Tschüss, tschüss. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.